Sie hören Harz Mountain Radio. Okay, great. Willkommen zum Harz Mountain Radio Podcast. Die Brockenbande war wieder unterwegs. Diesmal ging's nach Gut Herbigshagen in die Nähe von Duderstadt. Und dazu heute bei mir im Studio von unseren Podcastern der Brockenbande, Hanna und Luke Wild. Schon nach der ersten Begegnung mit den freilaufenden Pfauen wollten Hanna und Luke gleich für immer auf Gut Herbigshagen bleiben. Was es sonst noch zu erleben und zu sehen gab, das erzählen euch Hanna und Luke natürlich am besten selbst. Glück auf! Hallo! Hanna war ja die ganze Zeit auf der Weide bei den Eseln. Warum nur? Weil das ganz intelligente Tiere sind. Und überleg mal, wie lange die uns Menschen schon begleiten. Die tragen für uns Sachen, wo sonst keiner mehr irgendwas trägt. Wie jetzt? Du meinst, wo die Menschen nackt rumlaufen? FKK? Witzbold, schau mal die Heinz-Sielmann-Filme. Dann weißt du auch, dass Esel über total schwierige Bergpässe Lasten tragen können. Da kriege ich gleich wieder Höhenangst. Aber da gab's ja nicht nur Esel, oder? Ich war bei dem Kaninchen mit den Riesenohren im Naturanfassstall. Schön gesagt, Hanna. Hier gibt es tatsächlich Natur zum Anfassen an jeder Ecke. Sogar die Pfaue, die hier frei rumlaufen, lassen sich streicheln. Manchmal. Ich bin auch total begeistert. Aber lassen wir doch Carolin erstmal über diesen tollen Ort erzählen. Carolin Ruh ist Vorstandsmitglied der Heinz-Sielmann-Stiftung, wohnt hier auch auf dem Hof und ist die gute Seele von Gut Herbigshagen. Luke Wild hat sie interviewt und seine erste Frage galt natürlich Heinz-Sielmann. Der lebt ja inzwischen nicht mehr, war aber eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Glück auf! Ich bin Luke Wild von der Brockenbande für Onkel Pauls Harz Mountain Radio. Und ich bin Carolin und ich darf hier auf dem Gut Herbigshagen in der Nähe von Duderstadt mich um unsere ganzen Besucherinnen und Besucher kümmern. Hallo Carolin, ich darf dir heute ein paar Fragen stellen. Wer war eigentlich Heinz Sielmann? Heinz Sielmann war ein ganz toller Mann. Heinz Sielmann war einer der großen Tierfilmer, der mir, als ich klein war, die Tiere im Fernsehen nach Hause gebracht hat und ich dann im Fernsehen gucken durfte, Sonntagnachmittag oder Freitagnachmittag, Expedition ins Tierreich. Und Heinz Sielmann ist aber eben auch der Gründer der Heinz-Sielmann-Stiftung, der eben hier unser Gut Herbigshagen gehört und der schon ganz früh erkannt hat, dass es super wichtig ist, den Kindern die Natur näher zu bringen. Okay, und was kann man hier so erleben? Was kann man hier so sehen? Ich habe ja schon ein, zwei Eindrücke gesammelt und ich glaube, mir kam auch am Anfang schon ein V entgegen. Was ist das denn hier eigentlich? Also, wo kommen die ganzen Tiere her? Ja, also wir sind ein Bauernhof. Wir haben Tiere, in der Regel sind das sogenannte alte Nutztierrassen. Also Tiere, wo auch die Arten vom Aussterben bedroht sind. Wir sind auch ein Schulort, ein sogenannter außerschulischer Lernort. Das heißt, Schulklassen können zu uns kommen und bei uns quasi Unterricht zum Thema Tiere, Natur, Wald, woher kommt mein Essen und was mache ich damit, ganz viele spannende Dinge erleben. Können Sie mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich am besten die Natur schützen kann? Naja, das sind zum Teil ganz kleine Dinge, nämlich zum Beispiel, wenn du wanderst oder eine Fahrradtour machst, dein Müll einfach wieder mit nach Hause zu nehmen. Natürlich kann man auch ganz viele einfache Dinge zu Hause im Garten machen. Da sind wir beim Thema Rasenmähen. Man muss nicht jeden dritten Tag den Rasen mähen, sondern lass den einfach mal wachsen. Dann haben die Tiere ein bisschen Möglichkeit, auch sich im Gras zu verstecken. Man kann Wildblumen aussehen. Also sowas sind ganz kleine Dinge. Man kann vielleicht einmal mehr zu Fuß gehen, als sich von der Mama oder dem Papa mit dem Auto zur Schule fahren zu lassen. Also ganz viele kleine Dinge kann man tun und natürlich ganz viel große Sachen und sich engagieren bei Verbänden oder Vereinigungen oder zum Beispiel bei unseren Sielmann Rangern. Das ist eine Jugendorganisation, die eben ganz tolle Projekte machen. Ich glaube, da kann ich mir bestimmt ein bisschen was von merken. Darf ich hier eigentlich oder kann ich hier mit meiner Schulklasse vorbeikommen? Ja, also einfach vorbeikommen ist nicht so gut, also besser vorher anmelden und das geht in zwei verschiedenen Formen, entweder als ein Tagesausflug oder ein Halbtagsausflug und dann machen wir so spannende Sachen wie Schnitzen, dann schnitzen die Kinder sich zum Beispiel Holzlöffel oder sie bauen Nisthilfen für Wildbienen oder wir gehen einfach mal in den Wald und gucken, was da so im Wald wohnt.
Und man kann hier auch seine Klassenfahrt hermachen. Wir haben eine Unterkunft, wo bis zu 40 Kinder übernachten können und dann könnt ihr eine ganze Woche hier bleiben. Das klingt wirklich super, aber wo steckt eigentlich Hanna? Oh, die hat bestimmt wieder irgendwo so ein besonderes Tier entdeckt. Wie nah dürfen wir eigentlich an die Tiere ran? Können wir die auch anfassen oder streicheln? Also wenn ihr mit der Schulklasse hier seid und es sind Betreuer von uns dabei, dann könnt ihr die Tiere auch anfassen und streicheln und wir gehen zusammen in den Stall. Ihr könnt uns auch beim Ausmisten des Stalls zum Beispiel helfen oder beim Füttern. Bei unseren Besuchern, die jetzt hier so jeden Tag kommen, wenn die Tiere an den Zaun kommen und sie streicheln lassen wollen, ist das total in Ordnung. Füttern ist keine so gute Idee, vor allen Dingen nicht, wenn es so Gummibärchen und Wurstbrote sind, die bekommen den Tieren nicht so gut. Aber ja, also die Tiere sagen euch eigentlich schon, ob sie gestreichelt werden wollen oder nicht. Sonst gehen sie einfach weg und haben genug Platz, sich zu verstecken und wegzugehen. Und wie achtet ihr darauf, dass möglichst wirklich keiner irgendwie respektlos mit den Tieren umgeht? Ach, Luke, weißt du, die Besucher, die hierher kommen, die sind eigentlich schon ziemlich gut darauf eingestellt, respektvoll auch mit dem hier umzugehen, was sie hier erleben, weil wir verlangen keinen Eintritt. Das ist also alles kostenfrei, was man hier machen kann, erleben kann. Und von daher erleben wir überwiegend positive Dinge. Natürlich sind auch Kolleginnen und Kollegen von mir den ganzen Tag auf dem Hof unterwegs. Und wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Hund nicht angeleint ist, dann sprechen wir unsere Besucher auch gleich an und sagen, hey, pass mal auf, wir haben hier unsere 4 Pfauen und das ist nicht so schön, wenn die vom Hund hier über den Hof gejagt werden. Und dann verstehen die das auch. Das klingt wirklich, das klingt ehrlich gut, aber da interessiert mich so ein bisschen, wenn ihr keinen Eintritt und so weiter nehmt, wie könnt ihr das Ganze hier finanzieren, dass die ganzen Tiere, die ja auch ausgesetzt werden, teilweise habe ich schon gehört, wie füttert ihr die? Also wo kommt das Geld daher? Das ist was ganz Großartiges, denn wir sind eine sogenannte Stiftung. Das heißt, es gibt in ganz Deutschland tausende von Menschen, die jeden Monat an uns Geld spenden oder zu besonderen Anlässen oder jemand, der einen 60. Geburtstag hat und sagt, eigentlich habe ich schon alles, was ich brauche. Der sammelt dann für uns Spenden und von diesem Geld finanzieren wir diese Dinge. Wir haben hier eben aber auch noch landwirtschaftliche Fläche. Das heißt, unser Heu machen wir selber, unser Stroh bekommen wir vom Landwirt. Das heißt, unser Tierfutter produzieren wir eigentlich selber. Das klingt wirklich so super. Ich glaube, vielleicht mache ich ja auch irgendwie mal sowas in der Richtung, dass ich hier vielleicht mal arbeiten kann oder so. Gibt es hier Möglichkeiten, dass ich hier vielleicht mal alleine herkomme? Ja, das gibt es. Also noch gar nicht so lange, sondern erst so seit 1,5 Jahren. Also zum einen haben wir jetzt in dieser Corona-Zeit die Unterkunft von der Schulklasse haben wir als Ferienhaus vermietet und das machen wir auch weiter in den Ferien. Das ist natürlich für 2 Leute eigentlich dann fast zu groß. Also da lohnt sich's dann schon, mit der Großfamilie zu kommen. Mhm. Wir haben eine kleine Ferienwohnung, da kann man zu 4 übernachten. Die hat 2 Doppelzimmer. Und wir haben was ganz Spannendes, was ich ganz schön finde, ein Cube, ein Übernachtungswürfel, so muss man sich das vorstellen, von der Firma Sleepero. Und da kann man draußen auf einer Wiese übernachten. Und gerade wenn ihr im Mai oder so kämt, dann seht ihr da ganz, ganz viele Glühwürmchen. Und dann übernachtet ihr draußen in der Natur. Das klingt ehrlich toll. Ich muss jetzt aber mal Hanna suchen gehen. Vielen Dank, liebe Caroline. Möchtest du noch irgendwas unseren Hörern mit auf den Weg geben? Naja, doch. Also was ich euch gerne mitgeben würde, ist, geht einfach mal ein bisschen öfter raus in die Natur und lasst das Handy oder das iPad oder das Laptop zu Hause stehen und guckt euch mal an, wie toll und faszinierend die Natur ist. Und wenn ihr Lust habt, euch für so eine Stiftung wie die Hans-Siemann-Stiftung zu engagieren, wir bilden aus, wir haben FEJler, also auch da könnt ihr gerne bei uns dann vielleicht mal, wenn es ins Berufsleben geht, euch melden. Das klingt auch nach einem tollen Schlusswort. Die hat's echt gut. Die hat's wirklich gut auf dem Gut. Aber ehrlich, es ist wunderschön dort. Neben den vielen Tiergehegen gibt's das Kika-Baumhaus und auch Kletterpfade. Und dann auch noch eine klasse Ausstellung, wo man ganz viel über die Tiere und die Natur erfährt. Da gibt's was zu lesen, zum Anhören oder ein Kino mit interessanten Filmen und ganz viel mehr. Ich war in der Ausstellung mit den Gummistiefeln. Da kann man Natur interaktiv erleben. In Gummistiefeln gehe ich lieber zu den Schweinen. Das mit den Gummistiefeln ist ein symbolisches Kunstwerk und hat was mit dem Artensterben zu tun. Über Tierarten kannst du in der multimedialen Heinz-Sielmann-Ausstellung auch viel lernen. Ja, nicht nur Hanna, sondern auch Luke haben es die Tiere angetan. Und als die beiden nochmal zu den Hühnern und Gänsen gingen, trafen sie zum Abschied Caroline Ruh, die unseren Brockenbande-Reportern noch eine kleine Tiergeschichte mit auf den Weg gab.
Und irgendwann so im Mai, komm ganz aufgeregt, kommt ein Besucher bei uns in die Besucherheim. Da sind 15 Hühner, die da draußen, also ein Huhn mit Küken. Und wir schon so, oh, hat schon wieder einer bei uns was ausgesetzt. Ja, das, also es kommt alles vor. Nein, da hat die sich im Rinderstall schön auf dieser Strohmatratze, hat die da ihre Küken ausgebrütet und kam dann in dem Moment aus dem Rinderstall mit ihren Küken und wollte ihrer Familie dann nun mal ihren Nachwuchs vorstellen. Na, und möchte jemand von euch jetzt auch Tierfilmer und Forscher werden? Jetzt noch mehr. War klar. Ich sehe mal zu, dass ich mit meiner Schulklasse auf den Erlebnisbauernhof der Siemann-Stiftung komme. Oder ich gehe da einfach mal bei den Tieren helfen. Wer weiß, welche Streiche du dir hier wieder ausdenkst. Ich bin einfach optimistisch lustig. Na, das ist doch mal ein gutes Schlusswort, Luke. Ich glaube auch, nur wenn wir optimistisch in die Zukunft blicken und vielleicht auch etwas lustig, haben wir Energie genug, die Natur und ihre Artenvielfalt zu erhalten. Fangen wir doch einfach mal damit an, Pflanzen und Tiere nicht nur in Ruhe zu lassen, sondern ihnen einfach etwas Gutes zu tun.